Speis und Trank ist sicher auch bei uns gesorgt. Für Hunger muss also niemand hier. Wir haben 7 Restaurationsbetriebe plus einen Picknickraum. Die Restaurationsbetriebe sind von einfachen Bar, wo man Snacks und Getränke kaufen kann, bis zu Bedienten- und Selbstbedienungsrestaurant mit kleineren und grösseren Terrassen. Da haben wir eigentlich alles im Gebiet. Für Mittagessen ist sicher, dass man relativ früh gibt vor den 12. Oder andererseits nach den 12, halb 2:30. Ist sicher der Vorteil, dass sich die Leute ein bisschen besser verteilen, hinterteils auf der Piste, über den Mittag ein bisschen weniger und dann auch in den Restaurants, dass sich da so ein bisschen mehr verteilen. Am Abend trifft man sich im Tal nicht noch zum Après-Ski und später dann sicher in den Restaurationsbetrieben für gut auf eins Nachtessen.